Boah, der ist geil, oder? Ist der geil. Oh, moin Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autosiastik. Heute M2 Competition BMW. So ein geiles Auto. Ist für mich ein besonderes Video, weil das ist eigentlich, also das ist mein Traumauto. Das ist das Auto. Kurzer Radstand, tiefer Schwerpunkt, 6-Zylinder, Biturbo, was immer mehr. Wir machen heute Tuning, Stage 1. Aber bevor wir Tuning machen können, müssen wir ein sogenanntes Kurbelwellen-Schrauben-Zentralschloss einbauen, weil die Motoren haben Probleme damit. Ich werde gleich zeigen, warum. Vormax-Aufhebung machen wir. Zündkerzen bekommt ihr noch neu, weil ihr so viel Bock auf Technikvideos hattet. Nehmen wir euch heute mal mit einer GoPro auf den Kopf. Könnt ihr ein bisschen in der POV-Perspektive mal zugucken, wie sowas funktioniert. Und ach so, ja, komm mit, pass auf. Man liest ja immer im Forum, dass man ein sogenanntes Zentralschloss braucht. Das ist für die Kurbelwelle. Ich erkläre es einmal. Das ist jetzt zwar eine Nockenwelle, aber stell dir vor, es wäre eine Kurbelwelle. Hier läuft die Kette drauf, also theoretisch eine Kette, läuft hier hinter, so, ne? Oben zu Nockenwellen. Jetzt geht es darum, die Schraube ist hier vorne drin. Und da die Schraube aber kein festes Bestandteil der Kurbelwelle ist, hat man immer, wenn man beschleunigt, bewegt man die Masse der Welle und die Schraube hat durch die Massenträgheit Millimüsekunde, braucht sie länger, bis sie sich quasi in die gleiche Richtung bewegt, in die Drehrichtung bewegt. Das heißt, demzufolge, Welle dreht sich, Schraube bleibt im Augenblick stehen, die löst sich theoretisch immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dadurch wandert das Kettenrad ein Stück nach vorne und dann springt quasi die Steuerkette ein oder zwei Zähne weiter und dann hat man die ganzen berühmten Motorschäden bei den S55 Motoren. Dagegen gibt es dieses Schloss. Die Schraube ist jetzt zu klein, aber es ist so, die Riemenscheibe wird ab, die Riemenscheibe ist angeschraubt mit 8 kleinen Schrauben, die nimmt man raus, setzt man den rauf, quasi, dass er hier über den Schraubenkopf sitzt, dass er Er sich nicht so rausdreht, ne? Genau, also die sitzt auf dem Schraubenkopf und verhindert, dass sie sich rausdrehen kann, weil dieses Schloss an der Riemenscheibe festgeschraubt wird, die wiederum an der Kurbelwelle festgeschraubt ist. Also sorgen wir quasi dafür, dass die Schraube ein fester Bestandteil der Kurbelwelle wird. Genau, genau, das machen wir jetzt. Zündkerzen kommen noch neu und dann machen wir Chip-Tuning. 100, 200 Eingangsmessung, 100, 200 Ausgangsmessung und Spaß haben wir. Also GoPro an! Ja, so läuft sie ab. Eigentlich haben wir gar keinen Kameramann. Ich rede die ganze Zeit mit mir selber. Ich habe ein paar mehr Persönlichkeiten mit drin. So, Spaß beiseite. Der Kunde hat eine Venturi-Ansaugung verbaut. Sehr geil, hilft uns ja beim Programmieren, dass er ein bisschen mehr Luft kriegt. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen Plastik abbauen. Ich fange mit den Kerzen an. Dafür müssen noch die Chargepipes weg, die Abdeckung weg. Und ja, das ist aber gar nicht so spannend, würde ich sagen. Und wir werden nachher zum Schloss, wenn wir zum Schloss kommen, noch mehr Aufnahmen machen davon für euch. Ich zerlege jetzt erstmal ein bisschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hinterher wieder. Ne? Dieses Drehmoment. Nun kann die Schraube sich nicht mehr lösen. Dann können wir gleich endlich mal ins Tuning gehen. We'll be right back.
Moin Leute! Ja, von mir aus auch das! Also ich wurde gerade nicht verprügelt, weil ich einen Tag länger gebraucht habe mit der Arbeit. Also hier ist meine Hassliebe BMW M2 Competition. Ja, gestern nicht fertig, glaube ich, gestern Abend fertig geworden, habe keinen Bock mehr zu drehen, weil es auch so warm war. Jetzt machen wir Eingangsmessung Serie. Ja, 100, 200, dann machen wir Tuning drauf und nochmal 100, 200 und gucken, was passiert. Schloss ist drauf, der Zentralschloss drauf, Zündkerzen sind gewechselt. Alles sehr verbaut da unten, sehr eng und überaus war es viel zu warm gestern, 33 Grad, ey. So, und los. Gewartet den ganzen Tag. Ich habe gestern den ganzen Tag gedacht, scheiße, das ist alles so kacke. Oh, weißt du was, das ist wie so ein Kind. Wenn sie dich einmal anlächeln, hast du alles vergessen. Wenn sie einmal Gas gibst, wenn du einmal fährst damit, hast du alles vergessen. So, dann fahren wir jetzt einmal zur Autobahn. Und habe ich die Heizung an? Hast du auf den Knopf gedrückt? Nein. Justin hat die Heizung an. Oh, scheiße. 2, 1. So, dann wollen wir erstmal zur Autobahn. Autobahn! Wow, wir sind auf der Autobahn, an der Autobahn jetzt. Wollen wir mal gucken, was er so kann. 100, 200. Wir wetten nicht, ich verliere sowieso wieder, Digga. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, schlechte 9, gute 10, irgendwie so. Ja, 8, 6, 6. Serie, oder was? Ja, Serie. 8, 6, 6 Serie? Digga, der ist vollgetankt. Ja gut, dann 9, 1, 3. Okay, alles klar, ich sag eine schlechte 9. Warum hab ich gleich wieder recht? Nee, ich geb kein Vollgas. Du denkst so, was? Wie kann das denn sein? Hast du schon wieder getunt heute Nacht, oder was? So, System ist checked okay. Dann können wir gleich mal loslegen, würde ich sagen, ne? Bereit? Erste, los. 9, 8, 9. Ah. Ja, aber bergauf, wir machen noch eine. Ja, gut. War bergauf. Das war bergauf? Scheiße, schaffe ich doch einen 9, 1 bergab. Autobahn ist sehr frei heute, was sehr schön ist für uns zum Fahren. Sehr gut. Und los. Oh, wir hatten Schlupfer, hast du gemerkt? Ja, jetzt hat er einen Schlupfer. Jetzt hat er einen Schlupfer gehabt. Neun, fünf, vier. Ja, gut. Alles klar, ich würde sagen, wir freuen uns noch ein bisschen im Auto, wir beide. Wir fahren jetzt in die Werkstatt und dann gibt's Tuning. Und dann fahren wir nochmal. Also. Ich liebe dieses Auto. Oder, Justin? I love this car. Also, wenn ich groß bin, muss ich einen haben. Apropos, weißt du nicht schon? Mein Sohn sagt immer zu seiner Mutter, Papa, Mama, wenn ich groß bin, will ich wie Papa werden. Da sagt sie zu ihm, beides geht nicht. So, ich hole meinen Laptop, wir flashen einmal das Tuning und dann bis gleich. La. So, Justin, das ist ein sehr intimer Moment für mich. Könntest du uns bitte alleine lassen? Ich weiß noch nicht, wie oft ich sagen soll, dass das ein geiles Auto ist, aber wirst du eigentlich schon, dass es ein geiles Auto ist? So, jetzt bekommt er erst ein bisschen Lebensenergie. Das Steuergerät darf er nicht abspacken. AGM-Batterie haben wir. AGM-Batterie. So. So, genug geprollert. Das Ding ist, die Steuergeräte sind eigentlich UBD gesperrt. Ich habe den gestern Abend das Steuergerät gesucht, gefunden unter der Hansa-Brücke. Einmal im Bench-Mode mir ein Backup gemacht und das Steuergerät UBD entsperrt. Ich habe dafür so ein Patch, da habe ich drüber geschrieben. Wir können jetzt UBD schreiben und durch das Backup, was ich habe, kann BMW nicht nachvollziehen, wenn er zur Inspektion geht, dass da ein Tuning drauf war. Muss ich halt nur einmal im Bench-Mode wieder das Backup rausschmeißen. Ich habe quasi alle Daten, die bis gestern Abend das Steuer gespeichert hat, wieder also festgehalten als Datei. Und die schmeiße ich einfach wieder rauf und keiner kann es nachvollziehen. Oh yeah. Nächste Woche Ladeluftkühler von Wagner. Von Wagner? Ja, von Wagner. Und noch Wagner Downpipes. Von Wagner? Von Wagner. Ja, Wagner Downpipes. Und ganzes Kühlersystem, ne? Größer Wasserkühler, Ladeluftkühler. Ich denke, es gibt einen Teil 2 von diesem Video. So, wir kürzen das Ganze jetzt ab, wir flashen und dann würde ich sagen, bis gleich auf der Autobahn. Hallo! So, Tuning ist drauf, wir fahren mal zur Autobahn. Ne? Bin gespannt. Anzeigen haben wir auch geändert. Ich werde die ganz vorsichtig behandeln. Oh, das Alcantara fühlt sich so schön an. Ne? Und das echt Carbon fühlt sich auch so schön an. Das ist so, als wenn du einer hübschen Frau in einen Rock fest, weißt du? Mm. Die es natürlich möchte. Mm. Mm. Hör nochmal. Ich kenne schon den Titel auf, ich meine, eine Kneipe spricht eine Frau an, sagt sie, wie heißt du denn? Sie sagt, eigentlich heiße ich Sonja, meine Freundinnen nennen mich alle Carmen, aus meinem Interesse. K, weil ich auf Autos stehe und Man, weil ich auf Männer stehe.
Sie so, wie heißt du? Er so, Bierfotze. Gut, fahren jetzt zur Autobahn, bis gleich zur Autobahn. Wir sind an der Autobahn. Also es ist so, der Kunde hat gesagt, er möchte gerne eine gute 8. Ich habe gesagt, weißt du was? Du kriegst eine 7. Und er kriegt auch eine 7. In der Schule war ich auch mal eine 1, habe eine 6 gekriegt. Ich meine, ich sag mal so 7, 8, 4. Ja? 7, 8, 4. Du bist aber... optimistisch heute, ne? Vor allen Dingen für die zweite Kommastelle. Also ich sage 7, 9. 7, 9 was? 7, 9, 2. 7, 9, 2. 7, 9 was? Please accelerate to 100 kilometers. Das ist so schlechtes Englisch, ey. Wie so ein 100. 300. Happy wife, happy life, you know it. Also 7, was hast du jetzt gesagt? 784 gegen 792. Rap. Nee, ich hab nur 2 Raps mit, Alter. Du kannst ja doch mal mein Frühstück wegfressen, Mann. Und. Oh, jetzt kommt der Traktionsprobleme. 861. Ei, ja, bergauf, Digga. Adaptionsphase. Du, ich habe eine 7. Wir hatten gerade beim Schalten von 2 in 3 kurzzeitig Schlupfer an der Hinterachse. Läuft aber gut. So. Please accelerate to 100 start. Schon wieder Schlupf. 200. 795! Ja, Mann! Das sind meine Raps, Digga. Das sind meine Raps, Digga! Du wolltest eine 7? Du hast eine 7, Alter. Geil! Gut, wir messen noch eine für uns gleich auf Rücktour. Ja. Fahren zurück in die Werkstatt und gibt es noch einen richtig geilen Carporn von der. Von der. Also das Auto ist wirklich. Das ist noch ein schönes Auto. Von dieser Liebe. Ich liebe dieses Auto. So, bis später gleich. So, fassen wir kurz zusammen. Nee, gar nichts. Pass auf, Baby. Wir gucken erst, wie viel Leistung du hast. Pass auf, komm her. Komm mal her, hier, Hübsche. So. Wollen wir mal gucken? Ja? Okay, wir gucken mal, was du kriegst. Okay, pass auf. Wir gucken immer so unseren Tuning-Test, unseren eigenen Tuning-Test. Da bestehst du auch drin, Hübsche. Pass auf. Auch für euch. Wir gucken immer nach. Leistungsdaten. Du bist ein BMW, ne? Und was für ein BMW? Der schönste, der je gebaut worden ist. Oh ja. M2. Gab nur den F87. So, M2 Competition 410 PS. Du hast 410 PS Serie. Also in unserer Datenbank steht auch leider nur Stage 1, sehe ich gerade, also mit 504 PS. Aber das Auto müsste von den Zeiten her und was die Anzeigen gesagt haben, so 550 PS haben, circa und so 660 Newtonmeter. Sind ja in Eingangsmessung gefahren, eine 9. Was sind wir gefahren, Digga? Scheiße, eine 9. Ich blende das hier ein. Genau, also erstmal 9. Wir sind jetzt in der Adaption, hier. Sind gefahren in der Adaptionsphase noch eine 795, was schon ziemlich gut ist, ne? Denn wenn du alleine fährst, bist du locker bei der 96. Auf jeden Fall. Nachher mit Ladeluftkühler und so, ja. Ja, Ladeluftkühler. Wir machen das Auto kommt 2 Wochen wieder, Ladeluftkühler Downpipes bekommt er. Und dann fahren wir nochmal, ne? Ja. Vor und nachher. Und wie immer. Digga, sitz nicht auf kalten Beton, Alter. Es ist nicht kalter Beton, ich bin so heiß, Digga. Wir haben 33,5 Grad, das ist ja kein kalter Beton. Kalter Beton, ich sag dir eins, Alter, deine wie heißt der nochmal? Meine Hoden? Eierstöcke. Meine Eierstöcke? So, Carporn, Digga, bis zum nächsten Mal, ciao!